Und die nächste Runde, A Fake Artist Goes to New York, startet. Ich habe wieder Bock, ein kleines bisschen weiter zu spielen. In der gleichen Lobby, wir haben aber einen mehr. Wir haben einen mehr dazu gekriegt. So, ich sag auch mal Hi. Peace, sag ich. Peace. Peace and Freedom. Wir wollen hier nur ganz, ganz friedliche Bilder malen, ja. Wenn jemand hier etwas ganz, ganz Böses malt, dann wird er gleich gekickt, ja. Das wäre geil. A Fake Artist Goes to New York mit Hardcore-Begriffen oder sowas. Mit so richtig bösen Begriffen. Das wäre eigentlich auch eine coole Sache, oder? Und es ist Obst und Gemüse. Ich will eine Tomate malen. Welche Farbe habe ich denn überhaupt? Eine Kiwi. Ich habe grün. Ich bin im Vorteil. Yay. Eine Kiwi. Die wird aber mega schwierig zu malen sein, oder? Ich glaube, das ist mega schwer. Wie malt man denn Kiwi? Ich bin als Letzter dran. Ich darf mir erstmal angucken, was die anderen da so zaubern. Aber wie malt man denn eine Kiwi? Okay, es ist eine Kiwi mit Ständer. Was ist das für eine Kiwi? Ja gut, ihr wolltet Kreis malen, ne? Aber es sieht eher aus wie die Kartoffel anstatt eine Kiwi. Eine schlecht gezüchtete Kiwi, oder? Hä? Ist das ein Virus? Hat die Kiwi Corona? Oder? Das ist ein Stern. Die Kiwi geht nachts spazieren. Man kann ja eigentlich auch den Vogel meinen, ne? Kiwi ist ja auch ein Vogel, aber es ist ja eindeutig die Kategorie Obst und Gemüse. Ja. Mhm. Das sollte einfach nur heißen, dieser Stern wird jetzt mal ausgegrenzt, der ist hässlich. Der passt nicht zum Rest des Bildes. Okay, das ist die Niere der Kiwi. Sag mal, was ist denn hier los? Was malt ihr da? Das ist doch keine Kiwi. Ja, ich versuche sie auszumalen. Ja, ich habe sie versucht auszumalen, die Kiwi. Oh Gott. Wenn sie mich jetzt als Fake Artist identifizieren, was ich ja nicht bin, dann... Sag mal, was soll... Wieso malt der... Es könnte Pink sein, weil Pink halt einfach nur eine Kategorie mitgekriegt hat, Obst und Gemüse, und einfach gedacht hat, wenn ich was Rundes mal, wird schon richtig sein. Hä? Was ist das? Das ist doch keine Kiwi. Wieso Daumen hoch? Das ist doch keine Kiwi. Doch. Doch, stimmt, das Innere von der Kiwi, ne? Das ist doch so... Ach, stimmt. Ich vergaß. Okay, und der Hellblaue versucht es so ein bisschen zu unterstützen. Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Okay. Alter. Okay, ja, ich bin... Okay, ich habe keine Ahnung. So, ich versuche mal hier ein bisschen die... So. Guck mal, jetzt habe ich die Kiwi vervollständigt. Jetzt werden sie mich nicht als Fake Artist identifizieren, weil ich die Kiwi vervollständigt habe. Ich finde, das ist am logischsten. So, meine Vermutungen sind gelb oder orange. Orange könnte es sein. Aber irgendwie auch pink. Irgendwie habe ich auch pink. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Also, dunkelblau und türkis würde ich sagen nicht. Ich sag jetzt orange. Es ist schwierig in dieser Runde. Es ist schwierig. Ich glaube, nur dunkelblau und Ding haben es verstanden. Oh Gott. Aber mich hat keiner geschätzt. Gut. Es war lila. Was hat Lila denn gemacht? Ach, die Niere gemalt. Ja, gut. Lila hat eine Niere gemalt. Es war eine Gemüseniere. Das ist alles in Ordnung. War fast richtig. So.
Findest du es auch raus? Komm. Eigentlich ist es total dämlich, dass man hier Ich weiß es nicht machen kann, weil zur Not rate halt einfach, oder? Als ob du sagst, ich weiß nicht, eine Aubergine. Yay! Haben wir trotzdem, hat der Fake Artist trotzdem gewonnen? Ja, tatsächlich. Also das am Ende, das ist nur so ein Bonus. Ich war mir nicht mehr ganz genau sicher. Ja, also ich finde für eine Kiwi, ich glaube nur das links oben ist eine Kiwi. Nur das links oben ist eine Kiwi. Alles andere ist absoluter Rotz. Aber es ist... Okay, einer hat schon aufgegeben. Wie gesagt, mit denen zeichne ich nicht mehr. Die sind viel zu doof. Oh Gott, die hauen alle ab. Nein, bitte nicht. Nein, sie gehen alle. Nein. Oh, es kommen welche dazu. Okay, ja. Wir müssen das Spiel verlassen. So, jetzt kann ich euch aber zeigen, wie das mit den, mit den Lobbys funktioniert. Ihr solltet übrigens nicht auf die Idee kommen, immer zu... also wenn ich jetzt hier auf Tisch finden gehe, ich bin ja auf dem japanischen Server. Ich bin immer noch, hier seht ihr es. So, geht ihr immer auf Tisch finden. Und falls ihr keinen Tisch finden solltet... Okay, ich habe aber einen. Geht nochmal raus und geht wieder auf Tisch finden. Neuladen bringt nichts, weil neuladen wird die Lobby nur neu geladen, die schon da sind, die Lobbys. Also geht immer wieder neu auf Tisch finden. Dann kriegt ihr neue Lobbys angezeigt und manche davon sind halt offen. Also sind nicht privat. So, jetzt spielen wir zu viert. MWM. Ich wollte gerade sagen, wer wird Millionär, aber das passt ja nicht, ne? Und Shugo. Kaum, die alte Omi Toffi, der kann man doch nicht böse sein, wenn sie Essen nicht malen kann. Ja! Fake Artist, yay, das macht so Spaß. Aber als Zweiter ist das halt echt fies, ne? Essen, irgendwas Essensmäßiges. Was suche ich mir denn aus? Spätzle. Nee, ist schwierig. Ein Eis. Ich könnte ein Eis malen. Auch wenn du keine Ahnung hast. Ja, natürlich habe ich keine Ahnung. Kann ich hell sehen? Oh Gott, was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ich musste ja irgendwas zeichnen. Ich habe keine... Okay, ein Punkt. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Was ist das denn? Das sind Stäbchen. Das ist ein Essen, das mit Stäbchen gegessen wird, oder? Oh Gott, jetzt muss ich husten. Was zur Hölle? Hä? Ich mach mal so, in der Hoffnung, dass es verstanden wird, irgendwas interpretiert wird. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht aus wie ein Außerirdischer. Und das ist die Antenne da hinten. Was? Das sieht aus wie so eine außerirdische Sonde auf dem Mars. Hä? Was soll das zu essen sein? Okay, ich sag jetzt mal, ich glaube, wir alle denken, dass es der Lilane ist. Wir alle denken es doch, Leute. Selbst der Fake Artist glaubt, er hat den falschen Job hier. Okay, das war ein leichtes Spiel für mich. Was sollte das gewesen sein, ey? Oh Gott, was ist das? Oh gut, ich habe gewonnen, egal was ist, aber was ist das? Das sieht aus wie eine Kartoffel auf dem Mond. Hä? Popcorn, Schokoladekuchen, Erdnuss, gebratene Nudeln, Omelette, Plätzchen, Kartoffelchips? Alter, was soll das sein? Käse, Wurst, Gelee? Das macht alles keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Kartoffelchips. Kaugummi. Was ist das für Kaugummi? Was ist das für Kaugummi? Wieso hat das Kaugummi in der Mitte einen Kasten? Wieso hat das Kaugummi in der Mitte einen Kasten? Und das andere, was da rot, das ist, wenn das Kaugummi explodiert oder was?
Also, ne, das ist doch kein Kaugummi. Das ist dumm. Okay, einer ist schon, der Fake Artist wurde gerade eben, also der Fake Artist ist rausgegangen. Der hat schon keinen Bock mehr auf den Kack. Komm, such mal eine neue Lobby. Dann kann ich euch auch mal zeigen, wie das funktioniert. Es scheint ja einigermaßen schnell zu funktionieren. Genau, ihr geht jetzt zu Tisch finden. Okay, da ist immer noch der MWM drin. Und genau, ihr geht immer wieder zurück und auf Tisch finden, nicht neu laden. Bei Neuladen wird euch nämlich hier, wie ihr sehen könnt, immer nur das Gleiche angezeigt. Falls sich in diesen Lobbys, die ihr angezeigt bekommen habt, was ändert, falls die Runde vorbei ist oder sowas, wird dann eben angezeigt, dass das, dass es dann sich jetzt geändert hat. So. Deswegen geht lieber auf Tisch finden, dann findet ihr komplett neue Lobbys. Und kann MWM da mal weggehen? Mit dir will keiner spielen. Ich bin gemein, ich weiß, aber ich will eine volle Lobby finden. Da, siehst du? Tairiku, da gehe ich gerne rein. Nice, komm hier, gleich mal ein. Ups, ich wollte noch ein Emoten. Die lassen mich nicht emoten. Tairiku und die anderen kann ich nicht nehmen. Und das Thema ist berühmte Orte. Toffis zu Hause. Mal das mal. Mehr. Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Merlion? Ich kenne Merlin und das ist ein Zauberer und kein Ort. Was ist denn Merlion? Gut, es ist ein japanisches Spiel. Wer weiß, was da für Begrifflichkeiten drin sind, aber... Was ist denn Merlion? Okay, ich bin Fake Artist. Ich sag's einfach nur, weil ich es nicht weiß. Was ist denn Merlion? Das google ich jetzt schnell, während die anderen zeichnen. Das ist doch sonst unfair. Ich muss doch mitzeichnen. Merlion, ah, da sehe ich es jetzt hier. Merlion ist eine mythische Kreatur mit dem Kopf eines Löwen und dem Körper eines Fisches. Igitt. Okay. Sie sieht sogar ganz cool aus eigentlich. Okay. Ja, das ist offensichtlich wirklich so eine japanische Geschichte. Wo steht der? In Singapur. Südostasiatische Metropole Singapur. So. Okay, ja, eindeutig. So, wo sehe ich jetzt den Löwenkopf und wo sehe ich jetzt den Fisch? Okay, ich muss jetzt zeichnen. Ich mal die Mähne. Das ist die Mähne. Das ist die Mähne vom Löwen. Das hat jeder verstanden, oder? Ist eine grüne Mähne, ist egal. Das mit den Farben ist tatsächlich ein bisschen irreführend, dass man halt eben, aber man muss es ja mit den Farben so machen, weil sonst weißt du ja nicht, wen du dann am Ende identifizieren sollst als Fake Artist. Aber es ist halt ein bisschen blöd, dass du, wenn du die falsche Farbe hast, halt eben das malen musst, was vielleicht eine andere Farbe hat. Dann kann das halt total verwirren. Okay, das ist mega schwierig. Bis jetzt ist es der Lila, ne, der keine Ahnung hat, was wir hier zeichnen. Aber es kann ja sein, dass es wie ich ist, dass er gar nicht weiß, was Merlin überhaupt bedeutet. Ah, jetzt hier. Okay, ein Fischkörper. Ein Fischkörper. Okay. Okay, soll ich noch das Maul malen? Ich würde gerne Augen malen, aber du kannst ja nur einen Strich machen. Was ist denn das? Hä? Ist das die Stadt da rum oder wie? Hier, ich mal noch hier. Der kotzt gerade. Merlion hat gesehen, wie sein Bild aussieht und ihm ist schlecht geworden. Mann, das war... Mann. Also ich glaube, der Lila, ne, der hat keine Ahnung. Der hat ja nur das gemacht, was der Hellblaue da so weitergezeichnet hat. Hat es nur weitergezeichnet. Aber, oder der Hellblaue hat auch keine Ahnung. Eigentlich haben alle keine Ahnung. Doch, der Dunkelblaue, bei dem bin ich mir eigentlich sicher, dass das nicht ist.
Und der Gelbe schien auch sich irgendwie einig zu sein. Alter, 5 Leute haben den getippt. Ja, nice. Fake Artist, raus mit dir. Super, nice. Daumen hoch dafür. Ihr müsstet mal hingehen und einfach euch diese Bilder angucken und einfach nicht wissen, was das ist. Auch wenn ich nicht Fake Artist bin. Wetten, ihr kommt nicht da drauf, was es ist. Und, ah, toll. Als ob du das wusstest. Alter. Fake Artist gewinnt. Okay, gebrochenes Herz. Das war so... Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit meiner Mähne. Mit meinem Kotzstrahl. So, eine Runde können wir noch kommen. In der gleichen Lobby hoffentlich. Sie sind mal zu siebt. Ich will nochmal Fake Artist sein, bitte. Ja! Nochmal Fake Artist. Meine Stimme versagt schon wieder. Nicht wieder berühmte Orte, bitte. Nicht wieder berühmte Orte. Bitte nein. Die sind ja alle scheiße. Möbel und Haus. Ja, komm, das kann ich. Ein Bügelbrett malen kann ich. Eine Kommode. Ja, mal ein Schrank. Und mit mehreren Schubladen. Das sollte eigentlich easy sein, oder? Ach komm, das kriegt doch alle hin. Auch du, Hundekopf, Lila. So, ich bin der Vierte. Ich darf die Griffe malen. Ich male die Scharniere. Okay, also. Orange weiß schon mal Bescheid. Das ist eindeutig eine Schublade. Nein, das ist das Inlay in einer Schublade, weißt du, damit es nicht rutscht. Ja, okay. Lila könnte es auch wissen, aber es könnte auch sein, dass Lila einfach gar nicht weiß. Ah, das ist ein T-Shirt. Okay, das ist gut. Das finde ich ganz gut. Aber ich male jetzt hier auch nochmal einen Strich, damit man es wirklich als Kommode erkennen kann. Das mit dem T-Shirt finde ich extrem gut. Okay, bis jetzt wissen wir alle, was es ist. Wenn der Gelbe jetzt einen Strich noch in der Mitte malt, dann hat er wahrscheinlich einfach nur das... Okay, das passt. Okay, der Gelbe weiß es auch. Okay, gut. Soll ich eine Hose malen? Soll ich eine ganz, ganz sexy Unterhose malen? Nein, er macht die Unterhose. Ich wollte doch die Unterhose malen. Och nee, Mann. Okay, ich mal den Dreck auf der Unterhose, okay? Ich mal die Pipi-Spuren und die Bremsspuren. Ja, was soll man denn sonst noch malen? Das ist ja eigentlich schon fertig, ne? Wir sind zu viele Künstler. Was ist das? Ist das Weihnachtsschmuck? Der aus der Schublade raushängt? Was ist das? Ist das ein Kondom? Aber bis jetzt wissen es alle, ne? Okay, ich glaube, es wissen alle mittlerweile. Selbst der Fake Artist weiß, worum es geht. Okay, warte. Ich mache jetzt auch nochmal hier einen Griff. So. Das ist ein Griff für die Kommode. Ja, was anderes. Die Klamotten sind da, die Kommode ist da. Ganz ehrlich, selbst der Fake Artist müsste jetzt wahrscheinlich wissen, was Sache ist. Guck mal hier, der Gelbe macht einfach auch nur 2 Striche. Es ist echt schwierig rauszufinden, wer es nicht checkt. Der Blaue, der Dunkelblaue hat zuerst das T-Shirt gemalt. Also der weiß es mit 100%iger Sicherheit. Bei dem Orangen bin ich mir nicht sicher, ob der einfach nur so ein Ding gemalt hat. Gut, der Türkise hat jetzt einen Menschen gemalt, der wahrscheinlich zur Kommode dazugehört. Was soll das denn sein? Der Lilane hat zuerst die Schublade gemalt. Das heißt, der Lilane weiß es wahrscheinlich auch.
Ich habe keine Ahnung, wer der Fake Artist ist. Wirklich nicht. Ich bin komplett raus. Vielleicht der Gelbe. Wobei der es eigentlich auch ziemlich genau wusste, ne? Der hat, glaube ich, als erster den Griff gemalt. Ich sag der Rote. Der hat einfach nur abgemalt, was der andere gemalt hat. Ich sag, der Rote hat die Hose gemalt, weil der Blaue das T-Shirt gemalt hat. Okay, die meisten sind für Orange. Mich hat auch jemand gewählt? Ich hab's voll gewusst. Und ich hab ihn entlarvt. Ich bin der Einzige, der ihn entlarvt hat. Weil der hat die Hose nur gemalt, weil der andere das T-Shirt gemalt hat. Ich hab's genau richtig interpretiert, Leute. Ich bin so super. So, natürlich würde er das jetzt rausfinden, was das ist. Also, wenn er das jetzt nicht weiß, Mr. Fake-Künstler. Ja, siehste, also, geht doch. So kann's gehen, Leute. Ich bin als Einziger hier auf die Schliche gekommen. Der falsche Künstler gewinnt. Immer diese Fake-Artists, die zu gut sind in diesem Spiel. Es tut mir wahnsinnig leid. Trotzdem, was mir nicht leid tut, ist, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung gebt, dann kommt bald wieder The Fake-Artist Goes to New York. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.